und vor allem furchterregend. Die Taranteln, Vogelspinnen, wie sie bei uns heißen. Und die aggressivsten leben in Australien. Erkennen lässt sich eine australische Tarantel, erklärt der Experte, meist am gereizten Verhalten. Kaum hat sie dich gesehen, beißt sie auch schon zu. Im Spinnenreich sind sie die Riesen. Und seltsamerweise holen sich Menschen zunehmend solche pelzigen Gestalten ins Haus. Die einen ekeln sich vor ihnen, die anderen lieben sie und manche essen sie sogar. Aber was auch immer wir von ihnen halten mögen, richtig kennen tun wir sie nicht. Das Zeichnen. Erstens die starke Behaarung. Zweitens besitzen alle 8 Laufbeine unten dichte Polster aus Haftborsten und einziehbare Krallen, wie die Katzen. Drittens sind ihre Spinnwarzen besonders lang und wie Finger geformt. Viertens ist ihr Mund dicht mit schwarzen Dörnchen besetzt. Diese helfen, feste Nahrung zu zerquetschen. Und schließlich besitzen sie fünftens, rechteckig angeordnet, 8 Augen. Dennoch sind Vogelspinnen nahezu blind. Andere Spinnen haben lediglich 1 oder 2 dieser Eigenschaften. Aber Seidespinnen können sie alle. Schon die ältesten Spinnen erfanden die Seide. Diese klassischen Webmeister produzieren 4 verschiedene Arten von Seidenfäden. In der Seide ist ein natürliches Antibiotikum enthalten, wodurch die unterirdischen Behausungen stets sauber bleiben. Denn die Wände werden besponnen und mit den Strängen die Wohnröhren befestigt. Vor dem Eingang wird eine Art Fußmatte aus feinen Stolperfäden ausgelegt, die wie ein Frühwarnsystem funktioniert. Während die Spinne so jede Bewegung um sich herum verfolgen kann, sitzt sie selbst verborgen in ihrer Röhre. Somit dient ihr die Seide als Verlängerung ihres Körpers und ihrer Sinne. Sie kann all die Signale aus der Außenwelt mit den Tasthaaren auf ihren hochempfindlichen Füßen wahrnehmen. Mit den Füßen fühlen, hören und schmecken diese Tiere. Aber trotz aller bisherigen Erkenntnisse ist noch viel über ihr Leben unbekannt. Einer, der fest entschlossen ist, ihre Geheimnisse ans Licht zu bringen, ist der australische Biologe Dr. Robert Raven. Er gilt weltweit als die Autorität in der Vogelspinnenforschung. Seit über 20 Jahren beschäftigt er sich mit ihnen. Ich versuche, Ordnung in ihr System zu bringen, sagt er. I'm looking for small holes, some order in the system. Um neue Arten zu finden, war er in Amerika und Asien und reist oft durch Australien. Bei ihr fällt ihm der stark behaarte Hinterleib und die Kleinheit auf. Weltweit sind bisher mehr als 800 Vogelspinnenarten bekannt. Doch es gibt wahrscheinlich etwa 2000 weitere Arten, die noch keinen Namen besitzen. Wer kleine Vögel und Frösche frisst, kennt sich und die anderen. Nur für uns ist es so schwierig, die Unterschiede herauszufinden. Bei meiner Arbeit mit Spinnen sind Vogelspinnen der schwierigste Fall. Hoffentlich schaffe ich sie noch in meinem Leben. Dr. Ravens Spinnenhauptquartier ist das Queensland Museum in Brisbane. Zu der großen Sammlung behaarter Exemplare gehören auch die 6 in Australien identifizierten Vogelspinnenarten. Robert Ravens Spinnenstudium begann ursprünglich als persönliche Herausforderung. Auf der Universität musste ich mich für eine Tiergruppe entscheiden, um durchs Studium zu kommen. Ich dachte, warum nicht gleich die nehmen, die ich am meisten fürchte, die Spinnen. Noch heute habe ich manchmal Angst, aber ich kann damit umgehen. Vogelspinnen eilt ein mörderischer Ruf voraus.
Ob sie tot oder lebendig sind, die meisten von uns fürchten sich vor ihnen. Seit seiner Kindheit litt Warwick Angus sogar unter einer Spinnenphobie. Es war so schlimm, dass ich nicht mit einer großen Spinne in einem Raum sein konnte. Ich hatte dann das Gefühl, sie säße auf mir, auch wenn ich wusste, dass es nicht so war. Ich musste hinausgehen und alles, was ich gerade trug, ausziehen, weil es sich anfühlte, als wäre die Spinne darauf. Ich wollte das überwinden, dass dieses Tier mein Leben kontrolliert. Der einzige Ausweg für ihn? Er musste sich der krankhaften Angst stellen und sich mit Spinnen beschäftigen. Schritt für Schritt wich dann die Angst der Faszination. Heute halten er und seine Partnerin Simone sich die Vogelspinne Incy Wincy als Haustier. Doch deren furchterregende Seite verliert Warwick nie aus dem Blick. Vögelfressende Spinnen sind natürlich giftig und potenziell gefährlich. Ganz bestimmt sind sie keine Haustiere, die man knuddeln und küssen kann. Interessant ist, die meisten Menschen, die sich vor Spinnen erschrecken, fürchten nicht den Giftbiss, sondern haben eher Angst, dass das Tier über sie hinwegläuft. Sich an Spinnen zu gewöhnen, braucht seine Zeit. Und nicht jede ist so liebenswert wie Incy Wincy. Jede hat ihre eigene Persönlichkeit. Anders als die amerikanischen Verwandten sind australische Taranteln ob ihrer Launen berüchtigt. Fühlen sie sich provoziert, verlieren sie schnell die Beherrschung und greifen an. Bei diesen Wutausbrüchen geben sie meterweit hörbare Laute von sich. Diese Eigenschaft besitzen nur australische Spinnen. Verborgen im dichten Regenwald des tropischen Nordens Australiens leben die größten bekannten lautgebenden Spinnen. Seit 10 Jahren spürt Stuart Douglas ihnen nach. Ich habe eine Firma, die Taranteln für den Handel züchtet und Gift an Pharmabetriebe liefert. Gefährliche Tiere mag ich. Mein erstes Paar war ziemlich aggressiv. Vielleicht fasziniert gerade das. Angst hatte ich nie. Sein Unternehmen besitzt die erste und einzige Genehmigung in Australien, einheimische Spinnen in Gefangenschaft zu züchten. Häufig kontrolliert er die Bestände in der Natur. Ich mache ein großes Geheimnis aus den Orten, die ich aufsuche. Früher erzählte ich darüber und ganze Kolonien wurden ausgelöscht, denn die Menschen kamen sogar mit Bussen und plünderten unsere Populationen. Jede einzelne Spinne nahmen sie mit. Häufig enden solche Exemplare in Tierhandlungen, bevor Forscher sie überhaupt zu sehen bekommen. Stuarts Grundstück bietet mancher noch unbekannten Vogelspinnenart ein Heim. So wie heute fängt Stuart manchmal ein Weibchen ein, um seine Zucht zu erweitern. Yep, there she is. It's a good one. Dieses, wie Stuart findet, gute Weibchen wird nicht im Zoogeschäft landen, sondern zum Überleben seiner wilden Schwestern beitragen. Nach kurzem Antippen kommt sie gleich heraus. Ein ungewöhnlich gut gelauntes Tier. Beißen wird es kaum, meint er. Die Spinne scheint nicht wirklich aggressiv. Hätte sie mich angreifen wollen, hätte ich sie nicht in die Hand genommen. Um diese Spinnen herrscht große Hysterie. Dabei verdienen sie ein besseres Ansehen. Viele schütten Benzin in die Höhlen und vernichten sie. Für mich ein großer Verlust, eine Verschwendung. In der Zuchtstation kommt das neue Exemplar zu den 500 anderen. Nur 60 von ihnen sind geschlechtsreife Weibchen, die übrigen sind junge Männchen und Jungtiere. Zuerst zeigt Stuart seine gezüchteten Phlogelius-Arten. These are my captive bred Phlogelius tarantulas.
Sie sind sehr ruhig und beißen wenig. Deshalb möchten viele sie als Haustier. Dies ist ungefähr 1,5 Jahre alt. Es sind meine Babys. Zähmen lässt sich eine Zuchtspinne nicht. Nichts garantiert, dass sie nicht zubeißt. Doch als Haustier gewöhnt sie sich grundsätzlich viel besser an Menschen. Vom Schlupf bis zur Geschlechtsreife brauchen Vogelspinnen etwa 4 Jahre. Vor 10 Jahren interessierte sich kaum jemand für sie als Haustiere. Es war eine absolute Neuheit. In den letzten 2 Jahren dagegen ist der Markt in Australien explodiert. Heute gibt es viele mit einer richtigen Sammlung von Vogelspinnen. Fans exotischer Tiere leben nicht nur in Australien. In England zum Beispiel werden bald mehr Reptilien als Hunde zu Hause gehalten. Und aufzuholen scheinen die Spinnen. Eigentlich sind Vogelspinnen rechte Stubenhocker. Nur einmal im Jahr, bei Einbruch des Winters, geben geschlechtsreife Männchen ihre Einsamkeit auf und suchen nach einem Weibchen. Dazu muss der Freier vielleicht kilometerweit laufen. Um eine Braut zu finden, geht er ihrem Geruch, ihren Pheromonen nach. Ist sie bereit für eine Romanze, hat sie eine speziell duftende Spinnseide ausgelegt, die ein Männchen zu ihr führen soll. Sogleich beginnt dieses mit einer Art Stepptanz, um sie zu werben. Sein Sperma füllt die beiden dunklen, angeschwollenen Enden an den Kiefertastern, die auch als männliche Begattungsorgane dienen. Fest entschlossen, sie hervorzulocken, trommelt er unermüdlich seine Botschaft. Er möchte sich paaren, koste es, was es wolle. Es kann ihm durchaus passieren, dass ihn die Angebetete zum Fressen gern hat. Doch selbst das kann ihn nicht abhalten. Eine heftige Attacke ihrerseits beendet abrupt die erste Umarmung. Aber das Männchen lässt sich nicht abschrecken. Im Gegenteil, der Verehrer möchte beweisen, dass er der Richtige ist. Schließlich erreicht er mit den rhythmischen Annäherungsversuchen sein Ziel. Das Weibchen kommt aus der Wohnröhre hervor. Noch immer kann er sich ihrer nicht sicher sein, weiß nicht, ob die Sache gut ausgeht. Jederzeit kann sie wieder angreifen und deshalb trommelt er unermüdlich weiter. Bäumt sie sich schließlich hoch über ihm auf, versucht er schnell, sie zu begatten. Doch es ist ein schwieriges Manöver. Er braucht mehrere Anläufe. Dann der Erfolg. Er führt die mit Samen gefüllte Spitze seines Kiefertasters ein und gibt das Sperma ab. Und damit endet die Romanze auch schon. Für ein weiteres Abenteuer müsste er sich neu umsehen. Bisweilen frisst das Vogelspinnenweibchen seinem Partner noch nach dem Geschlechtsakt auf. Aber auch wenn nicht, besiegelt ist sein Schicksal auf jeden Fall, denn seine Zeit ist bald abgelaufen. Nach ihrer ersten und einzigen Paarungssaison sterben die Männchen. Allein die Weibchen leben weiter. Und sie sind es, nach denen in der ganzen Welt Interesse besteht. Auf der anderen Globusseite werden in einer Reihe von Spinnenclubs die behaarten Stars bei jährlichen Ausstellungen stolz präsentiert. 3 Sekunden. Die meisten Vogelspinnenfans wohnen in den USA, in England und hier in Deutschland. Zucht, nicht das Einfangen wildlebender Exemplare, ist die erklärte Politik. Die Zahl der Spinnenfreunde und Zusammenschlüsse nimmt rasant zu. Schätzungsweise gibt es zurzeit etwa 10.000 Vogelspinnenhalter in Deutschland. Unter ihnen sind alle Alters- und Berufsgruppen vertreten.
überrascht. Michael Köhler interessiert sich seit 15 Jahren für Vogelspinnen. Eifrig betreibt er sein Hobby und unterstützt tatkräftig die Ausstellungen des Vereins. Seine langbeinigen und behaarten Freunde bestimmen auch sein Leben zu Hause. Angefangen hat es bei mir eigentlich, als ich 10 Jahre alt war, wo ich dann auch das erste Mal wirklich eine Vogelspinne gesehen habe. Dann habe ich mich richtig verliebt in die Tiere. Und Jahre später, wo ich dann mit 18 endlich volljährig war, habe ich mir meine erste Vogelspinne angeschafft. Zurzeit pflege ich ca. 300 Vogelspinnen bei mir zu Hause. Und das Faszinierende ist an den Tieren einfach, es gibt so viele Arten und die Farbenvielfalt der Tiere, das Verhalten der Tiere. Also mich hat das wirklich gepackt und das Hobby, das werde ich nicht mehr aufgeben. Michael hält Vogelspinnen für perfekte Haustiere. Sie machen kaum Arbeit, sind sauber und benötigen wenig Pflege und Futter. Pro Woche nur eine Mahlzeit. Und sie leben am liebsten allein. Es scheint, diese prähistorischen Kreaturen ziehen ihre zweibeinigen Besitzer immer mehr in ihren Bann. Wie viele andere wurde auch Michael Köhler vom Spinnenhalter zum begeisterten Sammler. Keine Kosten werden gescheut. Das Hobby hat mich jetzt insgesamt mit Möbeln, so wie es hier steht, mit Pflanzenzubehör, Vogelspinnen, ca. 20.000 Euro gekostet. Und es wird noch nicht das letzte Tier gewesen sein, was ich mir jetzt angeschafft habe. Bis sich weltweit die Zucht durchgesetzt haben wird, werden weiterhin freilebende Spinnen dran glauben müssen. Eine sichere Zuflucht bot lange die große Wüste im Roten Zentrum Australiens für noch unbekannte Vogelspinnenarten. Um ihre seidenen Pfade zu finden, reisen Dr. Raven und seine Museumskollegin Dr. Bär über 2000 Kilometer weit ins Landesinnere. Die verborgenen Tiere aufzuspüren ist nicht leicht. Doch Dr. Raven weiß, dass sie selbst hier draußen schon gejagt werden. Wir Menschen stellen für Taranteln die größte Bedrohung dar. Allein in Australien werden wohl pro Jahr rund 10.000 wildlebende Exemplare gefangen. Wir wissen nicht, welche Arten es sind. Dabei haben sie im System eine wichtige Funktion, die wir erst verstehen lernen müssen. Bis dahin sollten wir sie weder töten noch einfangen. Eine sehr gefährliche Situation. Der Wettlauf um die Rettung der Spinnen hat begonnen. Um sie schützen zu können, müssen sie der Wissenschaft erst einmal bekannt sein. Ein beschwerlicher Prozess, selbst für einen Fachmann wie Dr. Raven. Hier will er eine Markierung anbringen, um den Ort schneller wiederzufinden. Spinnen bevorzugen Plateaus in der Nähe von Flussbetten als Aufenthaltsorte. Wir müssen äußerst akribisch vorgehen, wie ein Detektiv. Die Feldarbeit bringt all deine wunderbaren Gedanken aus der Laborarbeit durcheinander. Zum Beispiel, wie verhält sich das, was du unter dem Mikroskop gesehen hast, zu dem, was hier draußen abläuft? Darum geht es. Beides muss man herausarbeiten und entschlüsseln. Was geht da vor? Wir wissen es nicht. Die Wirklichkeit trifft dich wie ein Schlag. Die Spinnendetektive haben schon am ersten Tag Glück. Findet man ein großes Weibchen, halten sich häufig weitere Spinnen in der Nähe auf. Der Blick durch den Eingang ins Innere lässt erahnen, welche Richtung die Höhle nimmt. Eine Spinne sieht Dr. Raven nicht. Wüstenvogelspinnen graben den tiefen unterirdischen Tunnel dort, wo es dunkel und feucht ist. Spinnen auf diese Art einzufangen, ist eine schmutzige Arbeit. Man wirbelt Staub auf, wird von Fliegen belagert. Der Dreck klebt im Gesicht, in den Augen und unter den Fingernägeln. Aber es ist wunderbar, jede Minute ergibt sich Neues. Sun on her? Yeah, try.
Nach einer Stunde ist der Forscher der Hauptkammer schon näher gekommen und sucht die Spinne. Da sitzt eine herrlich dicke. Das Weibchen hat schon lange gespürt, dass der Eindringling viel zu groß ist, um ihn zu überwältigen. Sie könnte jetzt um ihr Leben laufen oder kämpfen. Glücklicherweise versenkt sie ihre Giftklauen in den Stock. Eine wahre Schönheit. Vielleicht eine Stirlingi. Der Stress könnte sie töten. Man muss ihr Ruhe geben. Viel Arbeit für nur eine Spinne. Das ist schon ein Bier wert. Bei Einbruch der Dunkelheit beginnen Vogelspinnen ihre Abendmahlzeit zu planen. Umherziehende Insekten wie diese Schabe sind ein guter Bissen. Von ihrem Versteck am Eingang aus kann die Spinne jeden Schritt ihrer wandernden Beute spüren. Die Vibrationen des aus Seide gewobenen Radarsystems signalisieren ihr Aufenthalt und Größe des möglichen Opfers. Normalerweise warten Vogelspinnen im Hinterhalt, bis die Beute nahe genug herangekommen ist. Ist der Hunger aber zu groß, wagen sie sich hinaus und schleichen sich an ihr Opfer an. Blitzschnell schlägt sie die Giftklauen in die Beute hinein. In der Höhle nimmt sie sich Zeit, das erjagte Tier zu präparieren. Während das injizierte Gift die inneren Organe des Opfers lähmt und nach verflüssigt, legen viele Spinnen eine seidene Speisematte aus. Noch weiß man nicht, warum sie das tun. Aber es scheint sich um eine Art Nahrungsverpackung zu handeln. So besitzen sie Mahlzeiten, die für später gelagert werden können. Spinnen können keine feste Nahrung fressen. Sie haben keinen Kiefer und nur einen schlitzartigen Mund zwischen ihren Beißwerkzeugen. So brauchen sie ihr Gift, das die Innereien der Beute zu einem cremigen, nährstoffreichen Brei auflöst. Während sie den Kadaver kräftig kneten, schlürfen sie sein Inneres in sich hinein. Eine große Mahlzeit reicht für mehrere Monate. Vogelspinnen fressen zwar Fleisch und sind dabei nicht wählerisch, aber Vögel verspeisen sie selten. Viel öfter Insekten. Somit ist der deutsche Name etwas irreführend. Der Unternehmer Stuart Douglas züchtet seine Vogelspinnen sowohl für den Handel als auch, um das Gift für die medizinische Forschung zu verkaufen. Zur Giftentnahme gibt es mehrere Verfahren. Ich bevorzuge die Betäubung mit CO2 und die elektrische Stimulierung. Meiner Erfahrung nach erhält man mit dieser Technik viel mehr Gift und sie schadet den Spinnen sehr viel weniger. Einige schneiden die Giftdrüsen heraus. Das überlebt natürlich keine. Ich züchte sie hauptsächlich des Giftverkaufs wegen. Jede Spinne, die ich verliere, ist ein großer Verlust. In nicht einmal 60 Sekunden ist die Spinnendame in einen kurzen Tiefschlaf gesunken. Und Stuart bereitet schnell das Melken vor. Nur ein paar Minuten hat er Zeit, ehe sie schlecht gelaunt wieder aufwacht. In einem speziell dafür gebauten Kasten werden die Giftdrüsen der Spinne durch schwachen elektrischen Strom stimuliert.
den Giftflussregen sorgfältig zeitgesteuerte Elektroschocks auf die Unterseite der Klauen an. In Millionen von Jahren haben Vogelspinnen ihr Gift immer weiter verfeinert. Es könnte den Forschern den Schlüssel zu großen Durchbrüchen in der Humanmedizin liefern. Doch noch steht man am Anfang. Es gibt viele Schwierigkeiten bei der Giftgewinnung. Schon die winzigste Verunreinigung, ein Stück abgeschälte Klaue, kann das Gift verschmutzen. Die Gewinnung ist gar nicht so leicht, wie es aussieht. Dass unser Gift den Wissenschaftlern helfen wird, da sind wir zuversichtlich. Aber wie lange es dauert und ob es tatsächlich passiert, hängt von den Tieren ab. Und von den Giftforschern. Dr. David Wilson analysiert für ein Pharmaunternehmen die Gifte. Ihre natürlichen Bestandteile sind dermaßen vielfältig, sagt er. So etwas könnten sich Wissenschaftler gar nicht ausdenken. Das Gift mancher Vogelspinnen wirkt bei kleinen Säugern tödlich. Aber obwohl sich viele ängstigen, eine tödliche Wirkung auf den Menschen ist bisher nicht bekannt. Wir wissen noch nicht genau, wie gefährlich australische Taranteln für Menschen sind. Bekannt ist, sie können ein mehrstündiges Erbrechen auslösen. Doch gestorben ist bislang niemand. Da noch viele Arten unbekannt sind, können wir die Frage nicht wirklich beantworten. Dr. Wilson versucht herauszufinden, ob mit dem Gift ein neuartiges Medikament entwickelt werden kann. Ein hochwirksames neues Schmerzmittel, um Krebs oder AIDS zu behandeln, ohne die gegenwärtigen Probleme von Abhängigkeit oder Unverträglichkeit. Ein solches Medikament würde eingesetzt, wenn Morphium nicht mehr wirkt. Sein Team ist das einzige, das die Gifte australischer Vogelspinnen erforscht. US-Wissenschaftler haben kürzlich ein neues Herzmittel entwickelt, mit freundlicher Unterstützung einer südamerikanischen Spezies. Auch chinesische Forscher arbeiten mit den Tieren. Vogelspinnen könnten vielleicht einmal für uns zu Lebensrettern werden. Tief in den Regenwäldern des tropischen Nordens hausen die am wenigsten bekannten australischen Vogelspinnen. Während manche die beeindruckende Größe eines Handtellers erreichen, passen andere in eine Streichholzschachtel. Weil keine dieser Arten wissenschaftlich erfasst ist, kommen Dr. Raven und Dr. Bear jetzt hierher. Ein Skorpion, ein naher Verwandter der Spinnen. Der nasse Untergrund macht die Suche zu einer Rutschpartie. Die tropischen Vogelspinnen schützen sich klug. Jeder flache Stein oder hohle Zweig ist ein potenzielles Spinnenheim. Oh, look, there she is. Oh, yes. Oh, beauty. And look at that, completely different. Not down in any way. Für Dr. Raven ist diese Spinne eine völlig anders aussehende Schönheit. Auch besitzt sie keine Röhre, wie er feststellt. Okay. Oh, she's beautiful. Yeah. So it's not too bad to get them here. Für die beiden ist es Tatsache. Vogelspinnen im tropischen Norden zu finden, gelingt einfacher als in der Wüste. Die Spinne wird mitgenommen, um sie im Labor genau zu studieren. Je nach Art spinnt das Weibchen Wochen oder Monate nach der Paarung einen festen, papierartigen Kokon, in den sie die Eier legt. Tägliches, stundenlanges Drehen und Belüften sichert, dass die Eier im Innern nicht aneinander kleben. Die werdende Mutter bewacht ihre Brut sorgfältig und verlässt den Eikokon nur selten.
Einige Arten blockieren den Eingang komplett, um nichts hereinzulassen, was dem Kokon schaden könnte. Eine ernsthafte Gefahr wären Ameisen. Nach Wochen kann das Weibchen spüren, wie die Jungen im Sack treten und schieben. Nun wird es nicht mehr lange dauern, dass sie die seidene Hülle verlassen. Ehe es soweit ist, hat dann das Weibchen je nach Art bis zu mehrere Monate lang nichts gefressen. Sie sind Stecknadelkopf groß und noch etwas wackelig auf ihren 8 Beinen. Aber ihr Körper ist schon perfekt ausgebildet. Hunderte frisch geschlüpfte Spinnen müssen jetzt den Weg zum Ausgang finden. Und damit hat auch die Mutter endlich ihre verdiente Pause. Die Sterblichkeitsrate ist hoch. Nur etwa 1 von 10 Jungtieren wird überleben. Instinktiv marschieren die Kleinen entlang der frisch ausgelegten Seide zu einem Ruheplatz im Spinnenheim. Je dunkler es ist, umso sicherer fühlen sie sich. Hier warten sie gemeinsam darauf, dass ihr Hautpanzer die nötige Härte erreicht, um sich der Außenwelt zu stellen. Dr. Raven hat einige der eingesammelten Spinnen in Alkohol konserviert. Nun muss er sie genau untersuchen, um herauszufinden, bei welchen es sich um neue Arten handelt. Die Vogelspinne aus dem Regenwald scheint sich von den anderen zu unterscheiden. Wie bei Spinnen üblich, sieht man dies am besten an den Beinen, weiß Dr. Raven. Das vierte Beinpaar ist viel länger. An den Beinen kann man bei vielen Spinnen vieles erkennen. Dort sitzen eine Menge Informationen. Sogar eine dritte Kralle entdeckt der Forscher. Eine zusätzliche Kralle ist bemerkenswert. Auch zwischen den Klauen zeigt sich Seltsames. Etwas, was er in seiner 20-jährigen Spinnenforschung kaum gesehen hat. Eine kleine Ansammlung schwarzer Stacheln. Stacheln zwischen den Beißwerkzeugen. Das ist neu. Das ist eindeutig eine neue Spezies. Spannend ist, dass bei ihr Merkmale von 2 Gattungen verschmelzen. Damit haben wir nicht nur eine neue Art, sondern sie stellt auch unsere bisherige Einteilung in die verschiedenen Gruppen in Frage. Die neue Vogelspinnenart braucht jetzt einen Namen. Damit beginnt der richtig mühsame Teil in der Forschungsarbeit. Alle wichtigen Körpersegmente werden abgetrennt, gereinigt und für die Untersuchung unter dem Elektronenmikroskop vorbereitet. Auf speziellen Trägern werden die Körperteile in ein Vakuumgerät gelegt und mit einer extrem feinen Goldschicht überzogen. Der Scanner kann die mit Gold überdeckten Gliedmaßen bis zu 50.000 Mal vergrößern, was die winzigen Härchen wie massige Pfähle aussehen lässt. Wenn man das Exemplar im Elektronenmikroskop scannt, ändert sich die eigene Vorstellung von dem Tier drastisch. Man erkennt hier die Substruktur und befindet sich in einer völlig anderen Welt. Wir sehen Härchen im Innern von Härchen, manchmal sogar Bakterien auf der Haut. Die Formen der Haare verraten viel über ihre Funktion. Zum Beispiel, ob sie zum Schmecken oder Temperaturfühlen dienen. Das Scannen ermöglicht, einen Merkmalkatalog zu erstellen,
woraus eine Art Identitätskarte der Spinne entsteht. Mit einem normalen Mikroskop würden wir diese Dornen an der Vorderseite der Beißwerkzeuge nur als große schwarze Formen sehen. Bedeutsam ist aber, dass sie nicht denselben Aufbau haben wie die Nachbarhaare. Es sind sehr kurze, kräftige Stacheln und alle mit kurzen, hakenartigen Spitzen. Das ist sehr ungewöhnlich. Auf jedes Detail kommt es an, weiß Dr. Raven. Vor ihm lägen nun Monate haarspalterischer Detektivarbeit. Es gibt Länder, in denen gelten Vogelspinnen als wahre Gaumenfreuden. Hier in Kambodscha bevorzugen die Einheimischen sie frisch gefangen. Mit einer Prise Salz und etwas Knoblauch gewürzt, landen sie im Wok. Diese haarigen Happen liefern nicht nur ärmeren Familien einen Snack. Vogelspinnen sind hier ein großes Geschäft. 4000 Exemplare bringen die Sammler gerade wieder ins Dorf Squon. In den Wäldern ausgegraben wurden ihnen anschließend die Beißwerkzeuge entfernt. Noch lebend werden sie nun an Markthändler vertrieben. Für viele Familien stellt der Spinnenverkauf die einzige Einkommensquelle dar. Und so herrscht ein erbitterter Wettbewerb. Nach der Einigung eilt man zum Markt, die Tiere feilzubieten. In Reiswein eingelegt, gelten sie als traditionelles Heilmittel bei Rückenschmerzen und Schlaflosigkeit. Die meisten aber landen im Frittierfett. Das Dorf Squon ist für seine pelzigen Delikatessen bekannt und wird auch Spinnenort genannt. Noch warm verkauft man sie geschäftig auf der belebten Kreuzung. Sogar aus der 90 Kilometer entfernten Hauptstadt Phnom Penh kommen Leute wegen der knusprigen Leckerbissen. Wahre Feinschmecker wählen ihren Imbiss persönlich aus. Die Beine müssen knackig, die eiweißreichen Körper noch saftig sein. Für Außenstehende mag das nach einer sehr eigenwilligen Küche aussehen. Für die Menschen hier aber sind Spinnen seit Jahrhunderten eine Delikatesse. Nur wie bei dieser unglaublichen Anzahl haariger Häppchen der Bestand aufrechterhalten werden kann, ist eine beängstigende Frage. Zehn Tage nachdem sie geschlüpft sind, beginnt sich die weiche Körperhülle der kleinen Spinnen zu härten. Die schnell wachsende Brut füllt die Kinderstube voll aus. Für die Mutter gerät jede Bewegung zum Balanceakt. Vorsichtig manövriert sie sich über den Nachwuchs, um nicht auf irgendjemanden zu treten. Bisher haben sich die jungen Spinnen von dem in ihrem Körper gespeicherten Eigelb ernährt. Nun ist es Zeit für richtige Nahrung. Kleine Insekten wie Termiten kommen da gerade recht. In der Regel fressen die Jungen alles, was kleiner ist als sie selbst. Wie schon gesagt, erreichen nur etwa 10% der geschlüpften Spinnen die Geschlechtsreife. Die Männchen unter ihnen leben 4 bis 5 Jahre. Die Weibchen dagegen können unglaubliche 30 Jahre alt werden. Nur die früheste Kindheit verbringen sie in einem so vollen Haus. Bald werden sie sich einzeln auf den Weg machen. Wird das Futter in der Höhle knapp, beginnen sie, sich gegenseitig aufzufressen. Das sicherste Zeichen dafür, dass es höchste Zeit ist, aufzubrechen. Nach monatelanger Forschung bestätigt Dr. Raven jetzt, die Vogelspinne aus dem Regenwald stellt tatsächlich eine neue Art dar. Nun muss sie einen offiziellen Namen erhalten.
Aus verschiedenen Gründen ist es absolut wichtig, eine Art zu benennen, gerade wenn es um den Schutz geht. Trägt die Spinne einen Namen, können auch das Gift erforscht und die Ergebnisse veröffentlicht werden. Da der Handel mit diesen Spinnen so groß ist, muss man wissen, welche Arten gefangen werden. Also je früher ich sie benennen kann, desto besser. Ein großer Augenblick. Die anonyme Spinne erhält einen Namen. Jetzt haben wir eine neue Art. Choremioc nemis tropix. Choremioc nemis muss sein, es ist der Gattungsname. Das Tropix kommt dazu, weil sie aus dem tropischen Norden stammt und das X ist eine Endung, weil wir sie für eine Kreuzung halten. Für andere Forscher ein Hinweis. So zieht Tropix in die Welt der Wissenschaft ein. Ob es ihr Schutz oder Verfolgung bringen wird, die Zeit wird es zeigen. Dr. Raven möchte den Vogelspinnen eine Zukunft schenken, den klassifizierten wie den namenlosen. Das ist der Hauptgrund, warum Tarantula überleben soll. Sie hat als Spezies das gleiche Recht zu existieren wie wir. Alles Weitere ist sekundär. Seit über 300 Millionen Jahren gibt es Vogelspinnen auf der Erde. Sie überlebten Eiszeiten, Meteorregen, Mythen und Phobien. Und auch die Spinnenleidenschaft unserer Zeitgenossen muss nicht unbedingt bedrohlich sein. Ich wünsche mir, dass die Menschen, die mit diesen Tieren zu tun haben, zusammenfinden. Eine richtige Zusammenarbeit zwischen Experten und Amateuren, sodass ein guter Informationsfluss besteht. Entscheidend ist, dass die Menschen zusammenkommen und den Tieren helfen.